So Freunde, letztes Video vom Black Friday und deswegen freut es mich umso mehr, dass du nochmal eingeschaltet hast, um dir nochmal die wichtigsten Informationen im Schnelldurchlauf mitzunehmen. Also ich werde mir jetzt wirklich kurz fassen und einfach nur die Fakten auf den Tisch hauen, was mit dem Markt passiert. Heute 19 Uhr soll es ja wohl losgehen, so wie ich es richtig verstanden habe. Das neue Promo-Team kommt, World Cup-Icons und so weiter und so fort, Best of Team of the Week. Werden wir jetzt gleich noch tiefer ins Detail gehen, was genau uns erwartet. Natürlich ist dieses Video auch noch relevant Tage nach dem Black Friday, weil ja nicht Donnerstag 19 Uhr der ganze Content direkt auf einmal kommt, sondern es ist natürlich jetzt auch ein Video, was so beschreibt, was denn die Tage noch kommen kann, beziehungsweise wahrscheinlich kommen wird, ne? Irgendwelche SBCs, Upgrade-Packs und so weiter und so fort. Ich werde auf jeden Fall zusammen mit euch durchgehen. Hoffe, euch gefällt das Video. Könnt auf jeden Fall schon mal ein Like da lassen, könnt ein Follow da lassen, um in Zukunft solche Videos nicht zu verpassen. Und natürlich sendet es auch euren Freunden, ne? Macht da ein bisschen Welle, Jungs. Macht ein bisschen Support hier auf das Video. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt rein. Gehen auf Foodbin und da habe ich nämlich auch schon eine Seite gefunden zum Black Friday. Die ist gerade eben neu gekommen. Macht mir das Video ehrlich gesagt ein bisschen einfacher. Deswegen Kuss geht raus an Foodbin. Sollte ja jeder kennen. Ist natürlich alles auf Englisch und sehr ausführlich. Deswegen werde ich mir hier nur die wichtigsten Details mit, was jetzt wie gesagt an Content kommt und danach gehen wir dann nochmal auf den Markt ein, was ist mit SBC-Futter, was mit Metakarten und so weiter und so fort, aber erstmal jetzt Content so. Das ist der Loading-Screen mit diesen pinken Karten und den World Cup Icon-Karten, ja, diese pinken Karten, Road to the FIFA World Cup, das heißt, es kommen neue Live-Karten raus. Das beeinträchtigt schon mal den Hintergedanken mit den Path to Glory-Karten, wo man ja denkt, hey, das sind jetzt die Live-Karten für die WM. Es kommen neue Live-Karten für die WM raus, wie ich es verstanden habe, wie die Upgrade-Chancen da sind etc., das weiß man noch nicht, da steht auch nirgends sowas zu, aber es kommen neue Live-Karten raus. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig zu beachten, weil man vielleicht denkt, hey, so ein Gnabry jetzt, ne, Deutschland verloren, aber ja, Deutschland kann ja noch weiterkommen und dann kriegt er Upgrades und hier und da und jenes. Könnte halt uninteressanter werden, wenn es eine Alternative dazu gibt. Wisst ihr, wie ich meine? Auch eine Live-Karte, die noch Upgrades sammeln kann. Deswegen dazu später mehr. Wenn wir hier ein bisschen runterscrollen, dann sieht man hier, what is the Black Friday Road to the World Cup Promo? Ja, das hatte ich im letzten Video auch schon so ein bisschen angesprochen, aber hier sieht man eigentlich ganz gut zusammengefasst nochmal, was für Content kommt. Best of Team of the Week kommt heute Donnerstag 19 Uhr. Hourly Pack Offers and Lightning Rounds, das ist halt das Ding. Es kommen krasse Lightning Rounds, weshalb sehr, sehr viel Pack Supply kommt. Leute laden nochmal richtig schön FIFA Points auf und payen da nochmal richtig rein. Und es kommen sogar stündlich neue Angebote. Ich weiß noch, letztes Jahr kamen sogar um 11 Uhr morgens, 12 Uhr morgens neue Packs, 13 Uhr morgens neue Packs, 14 Uhr. Also es war wirklich ein konstanter Pack Supply im Shop mit neuen Promo Packs. Und Leute haben da wirklich Packs geöffnet und die Karten sind runtergegangen, runtergegangen, runtergegangen. Das sollte man auf jeden Fall im Kopf behalten, dass halt, wie gesagt, jede Stunde irgendwie Pack Angebote im Shop kommen. Und das sind dann halt meistens auch gute Packs, wo du zum Beispiel ein 100k Pack öffnest für 100.000 Coins oder halt für 2.000 FIFA Points und dann noch extra ein 100k Pack bekommt, ein Untrade 100k Pack zwar, aber trotzdem, das ist halt mehr Anreiz, so EA möchte da halt nochmal richtig so die Kuh melken und nochmal richtig die Leute dazu animieren, dass sie halt Packs im Shop kaufen. As many as 20 plus Flash SBCs for Packs, Player Picks, Event Limited Time Player SBCs. Ja, Flash SBCs lest ihr hier schon, das heißt, ihr müsst eigentlich ziemlich aktiv sein oder am besten vielleicht auch auf den Discord raufgehen, da werden wir immer posten, wenn eine Flash SBC live ist, deswegen macht da auch die Benachrichtigung an, verpasst ihr zum Beispiel auch nicht mehr solche Videos, aber ja, Discord-Link ist in der Bio, kostenloser Trading-Discord, einfach raufjoinen, die Benachrichtigung aktivieren und dann kriegt ihr hoffentlich immer mit, wenn eine Flash-SBC da ist, weil die droppen halt random. So, 14:30 Flash-SBC, 16 Uhr Flash-SBC und das sind halt manchmal SBCs, wo du ein Team für 5k oder so abgeben musst und kriegst ein 50k-Set und so, also das im Hinterkopf behalten. Wichtig. Upgrade-SBCs, Regular Premium League Packs, sollte jeder kennen, das sind so diese typischen Upgrade-SBCs, wo du so, keine Ahnung, 11 seltene Spieler aus der französischen Liga als Beispiel abgibst und dafür kriegst du dann zum Beispiel ein Pack mit 3 seltenen League-1-Spielern und mit 8 Non-Rare League-1-Spielern. Das sind diese Upgrade-Packs, die alle immer dann richtig farmen, um dann natürlich so Messi, Neymar, Mbappé und so zu ziehen. Und League-1 ist meistens mit Premier League das beliebteste, weil Premier League gibt es ja einfach viele geile Karten, aber halt auch viel Auswahl. Und bei den League-1-Upgrade-Packs gibt es halt nicht so viel Auswahl und dafür halt auch noch diese richtigen Banger wie Mbappé, Neymar, Messi. Das behaltet bitte auch im Hinterkopf. Deswegen hatte ich euch im letzten Video ja schon was gesagt, ne, wo man da vielleicht rein investieren kann. Werden wir später auch noch kurz besprechen. Icon-SBCs, ja. Flashback im Road to the World Cup-SBCs, ja. Player and Pack-Objective, ja. Daily Login and Rewards, auch wichtiger Punkt. Vergesst nicht, euch einzuloggen. Es reicht meistens, wenn ihr euch sogar einmal auf der Web-App einloggt. Wenn ihr am Traden seid, UV-Listen macht und so, ne, dann müsst ihr euch ja sowieso mehrmals einloggen am Tag, um die Liste halt jedes Mal neu reinzustellen. Aber da wisst ihr auf jeden Fall auch Bescheid. So, wenn wir dann weiter runter scrollen, sehen wir hier das Event von letzten Jahr. Black Friday Signature Signing. Uninteressant, uninteressant. Best of Team of the Week haben die hier auch predicted, aber falsch predicted, weil es ist was passiert heute Nacht. Und zwar hat EA an den Price Ranges rumgeschraubt. Und dabei ist es dann sogar passiert, dass wenn du diese Informs, wo du auch die Price Ranges rumgeschraubt hattest, wenn du die im Team hattest, konntest du kein Rivals und Squad Battles oder auch Quali oder sowas spielen. Und die Price Ranges wurden halt so gefixt, dass zum Beispiel ein Dembele in Form, der eigentlich 200k kostet, nur für 20k angeboten werden konnte. Deswegen war er sozusagen X-Ding. Weil natürlich keiner seinen Dembele in Form für 20k verkaufen wollte. Wenn du aber auf erneut anbieten geklickt hast, ne, wenn du zum Beispiel in die V-Liste läufst, dann drückst du ja immer nur auf alle neu anbieten, dann wurde die Price Range einfach angepasst. Und ich zum Beispiel hatte einen Valverde für 150k drauf und der ist jetzt auch für 10k weggegangen. Auf jeden Fall GGs an EA Sports, könnt ihr ja mal kommentieren, ob euch das passiert ist und mit wem euch das passiert ist. Aber deswegen weiß man schon, welche Karten ins Best-of
Team of the Week kommt. Das haben wir uns heute Morgen mal angeschaut und analysiert. Das ist es, Freunde. Habe ich bei Twitter gepostet. Könnt gerne auch mal ein Follow bei Twitter da lassen. Allgemein die Socials mal abchecken. Ne? Wer da noch nicht folgt, wird mich auf jeden Fall freuen. Müsst ihr aber auch nicht machen. Auf jeden Fall das hier, Best of Team 1. Das waren die Karten, die man nicht suchen konnte heute Morgen, mit denen man nicht spielen konnte. Mehr haben wir nicht gefunden. Tor, Trapp, muss ich jetzt nicht alle vorlesen. Aber jetzt fragt man sich natürlich, ja, wo ist so ein Mbappé, Marquinhos und so weiter und so fort. Ich denke, dann wird ein Team 2 kommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, das ist halt safe, safe, safe Team 1. Also das sind safe die Karten fürs Best of Team of the Week und sieht auch krank aus, meiner Meinung nach. Der einzige L, den man daraus ziehen könnte, wären eigentlich Ben Yedder und Kroos, weil, und vielleicht noch Barella. Aber der Rest, Theo wäre krass, Tomori wäre, und Trapp, stimmt, und Trapp. Aber Tomori wäre krass, Cancelo krass, Salah krass, De Bruyne krass, Haaland krass, Neymar krass, Valverde krass und Dembélé krass. Also krasses Team of the Week und die werden dann wahrscheinlich auch in die Packs kommen. Das heißt, ihr könnt Team of the Week 9 in den Packs ziehen und Best of Team of the Week in den Packs ziehen. Und die Food Champs Picks wurden ja auch angepasst. Und ihr kriegt auch nicht Red Picks für die Inform, sondern ihr kriegt ja zum Beispiel 84 plus Picks, ne, statt den Red Pick. Da kann man dann 84 plus Goldkarten, 84 plus Promokarten oder auch 84 plus Team of the Weeks drinne ziehen. Also alles 84 plus halt, ne, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Und dann kriegt man ja ab 9 Siegen, glaube ich, immer eigentlich ein 3er Inform Set. Das wurde jetzt zu einem 3x 83 plus Pack. Also sehr much, finde ich persönlich. Die Picks sind okay mit 84 plus, aber dieses 3x 83 plus, das hätten sie sich echt sparen können. Da hätten sie dann sagen können, keine Ahnung, eine Promokarte oder so. Eine Promokarte, warum nicht? Hä? Ist doch voll cool. Eine Promokarte kriegst du einfach. Irgendwie sowas, aber naja. Dann wisst ihr schon mal Bescheid. Die kommen auf jeden Fall ab heute 19 Uhr in die Packs und ich denke, dann nächste Woche wird es ein Team 2 mit Mbappé, Marquinhos etc. geben. Dann scrollen wir hier weiter runter. Flash SBCs, Upgrade Packs. Da muss ich, glaube ich, gar nicht drauf eingehen. Hier ist das nochmal schlau aufgelistet. Ne? Repeatable 75 plus Player Picks, Repeatable 81 bis 87 Upgrade Pack, Repeatable Base Icon Upgrade, Repeatable Food Hero Upgrade, Repeatable League Upgrades, Premier League, Ligue 1, La Liga und so weiter. Repeatable Premium League Upgrades, ja. Wisst ihr Bescheid? Dann haben wir hier noch Icon SBCs, bla bla bla, das ist alles irrelevant. Deswegen, ne, ich sag, das ist eine gute Vorlage, aber muss man nicht alles so ins Detail gehen, wie die das hier gemacht haben. Das war's auch schon. Also das war schon mal eine gute Vorlage, denke ich. Grundlegenden Überblick über den Content hat, der kommt, da wisst ihr jetzt schon mal Bescheid. Also heute 19 Uhr sollte es soweit kommen, dass World Cup Icons in die Packs kommen, dass diese pinken Karten, Road to the FIFA World Cup Finals da oder wie auch immer das heißt, dass das auch reinkommt, bloß dass, wie gesagt, das Best of Team of the Week reinkommt. Damit schon mal Content abgehakt und dann seid ihr schon mal vielleicht ein bisschen schlauer als vor dem Video. Jetzt würde ich sagen, switchen wir nochmal rüber, was man dann jetzt trading-technisch bedenken sollte oder auch vielleicht schon machen könnte. So, und wenn wir dann mal hier die Metakarten angucken, brauche ich mich gar nicht lang fassen. Ich würde das über einen Kamm scheren und wenn wir stündlich Supply bekommen und wenn diese Promokarten, die da rauskommen, krass sein sollten, dann wird fast alles runtergehen. Ich denke, so Endgame-Metakarten, die werden sich halten, ne, so diese World Cup Heroes wie Smolarek oder auch so ein, keine Ahnung, wer ist da noch ein gutes Beispiel, so ein Brolin, vielleicht auch noch so ein Forlan und so. Die könnten sich meiner Meinung nach gut halten, weil die jetzt waren, die waren nur eine Woche zu ziehen so und gehen out of packs. Das heißt, die sind wie so Promokarten, die sind halt Endgame-Promokarten. Wenn da kein Hero-Pack kommt, sollten die sich eigentlich gut im Preis halten, wenn nicht sogar vielleicht ein bisschen anziehen. Aber gerade bei Path to Glory wäre ich halt ein bisschen vorsichtig, weil das kommt ein bisschen darauf an, was da für ein Event kommt. Deswegen Path to Glory sind für mich kein 100% sicheres Investment oder dass die krass steigen oder so. Das heißt, wenn ihr da jetzt Gewinne gerade in der Tasche habt, nehmt einfach den sicheren Gewinn mit. Dann kann euch nichts passieren. Zur Not gibt es nochmal ein neues Einkaufszeitfenster und dann können wir nochmal reingehen. Aber wenn die Karten einfach fallen, dann seid ihr schon mal raus und ne, fertig. Wenn die wieder steigen und wir das Einkaufszeitfenster verpassen, auch nicht schlimm, weil ihr habt ja schon Gewinn gemacht. Versteht ihr, wie ich meine? Dementsprechend wäre ich da ein bisschen vorsichtig. World Cup Heroes, wie gesagt, Endgame kann man eigentlich behalten, meiner Meinung nach. OTW-Karten würde ich wahrscheinlich verkaufen. Tchouaméni, bestes Beispiel. Ich sage immer, im Hype verkaufen. Vor dem Frankreich-Spiel war der, glaube ich, bei 200k ungefähr. Jetzt liegt er wieder bei 157k. Kriegt zwar noch sein Upgrade, aber ja, es ist ja nicht so, dass wenn der jetzt eine 86 ist, auf jemand auf einmal die ganze Welt den spielen will. So. Und dementsprechend ist es halt immer so, dass im Hype die Karten krass ansteigen, weil halt Investoren reingehen. Nicht nur Leute, die den spielen wollen, sondern Investoren. Und dann ist natürlich auch Leute, die gibt, die den spielen wollen. Aber dann seht ihr, wenn dann die Investoren abspringen und verkaufen und so, dann drückt der Preis halt wieder runter. Und dementsprechend muss man da ein bisschen aufpassen mit den OTW-Karten. Ich würde da immer im Hype vor dem Spiel verkaufen, dass ihr da auch schon mal Bescheid wisst. Und generell Gold-Meta-Karten, die zu ziehen sind, werden natürlich runtergehen. Also ich denke auch, dass viele andere Karten, natürlich auch die Best of Team of the Week-Karten, vielleicht die Standard-Gold-Karten von denen nicht so krass runtergehen werden. Aber so, ne, wenn Mané jetzt ganz normal zu ziehen ist, der wird auf jeden Fall noch runtergehen. Beziehungsweise Mané vielleicht schlechtes Beispiel, weil er schon SBC-Futter ist. Sagen wir Salah. Ah ne, der geht ja out of packs. Oh Gott. Scheiße, es gibt halt voll wenig Goldkarten, die jetzt noch irgendwie großartig runtergehen können. Kyle Walker. Super Beispiel. 85 rated. Bei den ganzen Packs Supply wird er auf jeden Fall runtergehen. Aber ich denke auch, dass andere Special-Karten sich da anschließen können. Ja, und Sissoko als Beispiel. Es werden halt Alternativen kommen. Plus Leute werden Packs öffnen. Plus Leute werden Untrade-Spieler bekommen. Deswegen werden die natürlich andere Karten verkaufen und immer mehr zum Untrade-Team hingehen und damit ihre Teams bauen. Deswegen gehen generell, glaube ich, alle Karten runter. So Special-Karten, die out of packs sind, eher weniger. Goldkarten am meisten und natürlich auch
auch die Best of Team of the Weeks werden nochmal runtergehen. Aber dass ihr da schon mal grundlegend Bescheid wisst, wieso sich die Metakarten verhalten. Dann zum SPC-Futter. Hier oben komme ich gleich nochmal hinzu. Generell, SPC-Futter, ich im letzten Video schon gesagt, am Wochenende wird ein gutes Einkaufsfenster sein. Man sieht es hier schon. 85er unter 7 ist schon sehr, sehr gut. Ich hoffe, die gehen noch so auf 6K oder so. Ihr habt es auch eben gesehen beim Content. Es kommen täglich wahrscheinlich irgendwelche geilen SPCs, Repeatable Icon SPC und so weiter und so fort. Also SPC-Futter wird auf jeden Fall gebraucht werden. Deswegen am Wochenende, wenn keine guten SPCs kommen, direkt könnte man eigentlich All-In gehen, weil dann der Preis wahrscheinlich sehr gering sein wird und über die Woche dann der Preis meiner Meinung nach wieder anziehen wird. Gerade so 85er, 86er und so. Weil die werden halt nicht nur so Banger-SPCs rausholen, die richtig teuer sind. Aber das ist noch kein Aufruf, 85er, 86er einzupacken. Weil es ist natürlich so, dass EA Sports dieses Jahr viel damit arbeitet, so wie jetzt beim Hero Pack, bei diesem 89 maximal gesamt World Cup Hero Pack. Da haben sie gesagt, okay, 86er Rating Team, das heißt eigentlich 85er, 86er und so wären gut gestiegen, aber 388 plus müssen drin sein. Deswegen sind die natürlich hier, seht ihr es, Melito übrigens guter Snipe gerade, sowas findet ihr dann immer, wenn ihr euch den Markt anguckt. Der liegt nämlich eigentlich auch bei 45, 46k. Auf jeden Fall, die liegen deswegen alle bei 45k, von 20k auf 45k ist geisteskrank, weil natürlich alle sich 388er ins Team klatschen müssen. Und wenn du 388er hast, dann brauchst du keinen 86er oder 85er, sondern halt maximal 84er und halt 83er und die kosten ja auch nichts. Dementsprechend machen das Leute natürlich, dass sie sich dann hier 388er reinklatschen, keine 87er benutzen, keine 86er, keine 85er und dann halt 84er und 83er benutzen. Das ist halt ein bisschen L, finde ich, dieses Jahr von EA, weil dann muss man halt vorher predikten, welches Rating genau dieses 3-mal von dem Rating brauchst oder 2-mal oder 4-mal oder was auch immer. Das kannst du halt nicht machen, weil das machen sie immer irgendwie random. Deswegen ist es sehr, sehr schwer, dieses Jahr meiner Meinung nach zu investieren. Aber generell fährst du mit den Higher-Rated-Karten anscheinend besser. Also ab 87 plus ist das beste Potenzial, das was krasses steigt, weil, ne, wenn 3-mal 87 plus gesamt ist, steigen die 87er, dadurch steigen die 88er, dadurch steigen die 89er und so weiter. Weißt du, das ist so ein kleiner Kettenverlauf und alles darunter sinkt dann halt. 86er würden sinken, 85er, 84er, weil du die halt theoretisch nicht brauchst, je nachdem, wie hoch das Rating ist. Wenn du 387er brauchst, aber auch ein 87er Rating brauchst, dann kann ich mir gut vorstellen, dass 86er zum Beispiel auch anziehen würden. Aber das macht ja keinen Sinn, dass die es machen. Aber dass ihr da schon mal grobblickend wisst, wo man am Wochenende am besten reingehen kann. Ich hoffe, dass 88er, 89er und so sich wieder erholen. Aber deswegen würde ich fast schon sagen, dass so 87er das Beste fürs Wochenende ist, weil die wird man wahrscheinlich günstig bekommen. Plus, es könnte sein, dass man als nächstes, ne, wenn jetzt nicht so eine krasse Banger-SPC wie World Cup Hero kommt, die EA Sports vielleicht auch merkt, hey, wir übertreiben nicht mit 388ern, sondern wir sagen einfach mal 3 oder 4 87er, dann könnte das nächste Rating sein, was scheppert. Könnte aber auch sein, dass sie nächstes Mal noch einen drauflegen und 389er sagen. Also, ja, man weiß es leider nicht genau, aber ich denke, mit Higher-Rated-Futter fährt man in Zukunft besser, wenn die Preise stimmen, weil jetzt gerade sind die Preise natürlich durch die World Cup Hero-SPC sehr, sehr hoch und Freitagabend kommt die ja sozusagen nochmal raus, die ist ja wiederholbar, dass man sie Freitagabend nochmal machen kann. Deswegen am Wochenende mal schauen, Freunde. Generell kann man am Wochenende, denke ich, gut investieren. Ich werde euch da im Discord nochmal Bescheid geben, welches Rating, welche Preise ich am besten finde. Und ansonsten wisst ihr ja aber selber wahrscheinlich schon, wie am besten investieren. Und ja, einfach wenn ihr das Wochenende da festhaltet zum Investieren, dann ist das auf jeden Fall ein guter Call. Aber ganz wichtig, bis zum Wochenende könnte man sich, das ist vielleicht ein bisschen knapp jetzt, ich habe es euch im letzten Video am Montag schon gesagt, deswegen für Zukunft vielleicht auch mal Glocke aktivieren, für die Leute, die das Video Montag nicht gesehen haben. Ja, so Non-Rare-SPC-Futter einpacken für diese Daily-Flash-SPCs, Upgrade-SPCs etc. Das ist einfach die Meta. Ich kann euch jetzt hier keine 20 Karten nennen, weil wenn jeder die einpackt, dann machen wir Marktmanipulation und wir kaufen uns gegenseitig sozusagen hoch. So, weißt du, wenn ich jetzt sage, packt euch eine Azpilicueta ein, dann kaufen alle, die dieses Video sehen, sich Azpilicueta und auf einmal liegt er bei 2-3k, obwohl das halt viel zu teuer ist. Dann kommt eine SPC, wo er gebraucht wird und er fällt sogar, weil Leute dann alle verkaufen. Versteht ihr, wie ich meine? Deswegen kann ich euch nicht explizit Karten nennen, soll euch nur den Tipp geben, Karten wie Azpilicueta sind super. Also, man guckt sich immer seinen Preisverlauf an und man sieht, hier ist Potenzial. Also, wenn ihr sowas seht, dann wisst ihr direkt, eine Karte hat Potenzial. Hier wurde er gebraucht. Sei es für Chelsea, sei es für Spanien, sei es einfach Non-Rares für irgendeine SPC. Und er ist einfach um das doppelte, dreifache gestiegen, weil vorher, ja, war so bei 600-700 Coins. Das heißt, ihr seid jetzt hier gerade noch im guten Einkaufszeitfenster, wenn ihr euch den zum Beispiel für 700 Münzen einpacken würdet. Und dann, ja, wisst ihr Bescheid, weil gute Nation, guter Club, gute Liga, gutes Rating, Non-Rare. Non-Rare sind immer die Karten, die am meisten explodieren. Alderweireld sieht auch gar nicht schlecht aus. Liga vielleicht ein bisschen los. Borja Iglesias sieht gut aus. Dieser Andrich sieht gut aus. Mancini, am meisten mache ich immer Innenverteidiger so. Mancini sieht auch sehr, sehr gut aus. Joe Moutinho kann man auch machen. Also, da gibt es einige Karten. Ich habe, wie gesagt, auch einige schon auf dem Discord unter Guide. Gibt es so einen SPC-Karten-Guide. Da habe ich auch nochmal geschrieben, wie man SPC-Karten findet und ein paar Beispiele genannt. Könnt ihr euch ja mal durchlesen. Aber ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich euch jetzt nicht Karten nenne, weil es einfach in meinen Augen keinen Sinn macht. Aber die Richtung reicht ja. Und da werdet ihr selber eure Karten finden. Denke ich mal, Coins machen, weil früher oder später werden eh ein paar SPCs kommen, wo alle Non-Rares irgendwie geistkrank hochschießen, wo alle Rare-Karten hochschießen. Mit diesen ganzen Daily-Upgrade-Packs, blabliblo. Da wird gerade so solche Karten, ne, 83er sind letztes Jahr auf 1,5 bis 2K gestiegen. Könnte man sich also auch mal ein paar mitnehmen mit guter Nation und guter Liga. Das ist, denke ich mal, ziemlich no-risk, weil die sind ja immer noch Abschlusspreis. Das heißt, selbst wenn es nicht kommt, dann könnt ihr die
V draufstellen. Ich habe mal als Test ein paar 83er auf meiner Liste gehabt. Diego Carlos und so zum Beispiel. Sind für 1,314 teilweise weggegangen. Also selbst UV funktioniert mit den 83ern. Und wenn da guter Content kommt, 83er steigen Big Ws. Weil wenn die bei 1,5 sind, habt ihr eure Coins fast schon verdoppelt. Und das ist ja ein gutes Ding für Leute, die vielleicht nicht 2, 3, 4, 5 Millionen rumliegen haben. Die würde ich empfehlen. Wartet aufs Wochenende, da könnt ihr super investieren. Aber alle, die unter einer Mille sind, super, super. 83er allgemein, Non-Rare SBC-Karten und so. Super Investment jetzt noch. Wenn sie jetzt heute Abend noch nicht krass steigen und morgen nicht, dann denkt an meine Worte. Geht da mal rein. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir die Fragen natürlich auch gerne im Discord, im Trading-Chat schreiben. Falls ihr Sub bei Twitch seid, dann könnt ihr auch den Sub-Chat nutzen. Da gehe ich auf jeden Fall schneller und besser auf die Fragen ein. Und ja, damit würde ich sagen, war es das mit dem Video für heute. Ich hoffe, ich konnte noch ein paar Fragen aufklären. Ich hoffe, ihr seid jetzt wenigstens auch bewusst, was für ein Content auf euch zukommt. Wenn euch jetzt ein Kollege fragt, wisst ihr entweder selber Bescheid oder sagt, hey, hier, ich habe ein cooles Video hochgeladen, wo alle Infos drin sind. Und dann würde ich sagen, geben wir uns die Hand, Freunde, auf ein geiles Black Friday Event und auf viele Coins zusammen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.